Da, das Brot. Guck mal, das Brot da. Na und? Ist doch keiner drin. Die Hand? Die Hand meine ich. Komisch. Da liegt einer drin. Scheint zu schlafen. Und keine Ruder? Hat doch keine Ruder, das Boot. Du, Franzi, ja? Gib mir doch mal ein Paddelboot, ja? Na klar, warum? Was ist denn los? Ich musste den Kahn rüber. Ja, bei St. Heinrich, angetrieben in einem Ruderboot. Der Tote ist ungefähr 50, trug nur Hemd und Hose und Sandaletten, keine Papiere. Nein, er ist erschossen worden. Moment, Harry, komm grad. Wie viele Schüsse sind denn auf dem Mann abgegeben? Fünf Schüsse, Hals, Brust und Bein. Fünf Schüsse, alle von vorn. Tod ist eingetreten, wann, was sagt er? Vor etwa drei Stunden, sagt der Doktor. Gegen 9 Uhr, heute früh. Ist der Mann in dem angetriebenen Boot erschossen worden? Nein, nein. Man hat ihn erschossen, dann ins Boot gelegt und das Boot treiben lassen. Wie sieht der Mann aus? Ja, gut, Chef, gut. Rasiert, gepflegter Typ. Hat das Boot eine Nummer? Ja, Robert erkundigt sich gerade, wohin es gehört. Ich meine, es ist Westwind, also weit kann es nicht getrieben sein. Mhm. Braucht ihr mich? Wieso, erledigen Sie gerade Post? Ja. Na, dann bleiben Sie dabei. Oh, vielen herzlichen Dank, Walter. Also, in Ordnung, Ende. Wiedersehen, Chef. Wiedersehen. St. Heinrich. Kennst du St. Heinrich? Ja, da habe ich schwimmen gelernt. Dort ist es viel zu schön, um zu sterben. Also, das Boot gehört einem gewissen Herrn Rauda. Er hat ein Bootshaus in Ambach. Suchen Sie da was? Ja, wir suchen ein Bootshaus, das einem gewissen Herrn Rauda gehört. Sie steht davor. Das hier? Ja. Herr Rauda muss da sein, da steht sein Auto. Er kommt immer zum Wochenende. Kennen Sie Herrn Rauda? Ja. Wohnen Sie hier? Nein, ich arbeite im Garten. Die Leute, die hier wohnen, sind nicht da. Aber ich habe den Schlüssel für das Grundstück. Hallo? Hallo, ist da jemand? Walter? Ich glaube, wir haben den Platz gefunden, wo der Mann erschossen worden ist. Das ist Blut. Zwei Leute haben hier gefrühstückt. Und zwei Leute haben hier geschlafen.
Einer davon eine Frau, die heute früh noch im See gebadet hat. Der Bikini ist noch nicht ganz trocken. Ist er nicht da? Nein, er ist nicht da. Vielleicht ist er auf dem See raus. Er hat ein Boot. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Mein Name ist Benz. Ich versorge hier die Grundstücke. Und seit wann sind Sie hier? Seit wann? Ja, ich meine, wann sind Sie heute Morgen gekommen? Ich weiß nicht. Ich habe keine Uhr. Haben Sie zufällig Schüsse gehört? Schüsse? Es muss doch geknallt haben, 4 oder 5 Mal. Geknallt? Das knallt hier öfter. Das sind die Düsenjäger, die kommen vom Fürstenfeldbruck rüber. Ich meine Pistolenschüsse. Pistolenschüsse? Haben Sie nichts gehört? Nein. Der Herr Rauder ist heute Morgen erschossen worden, hier auf seinem Steg. Was? Aber Sie haben nichts gehört und nichts gesehen? Nein. Danke. Ja, danke, das reicht. Der Mann ist Automobilhändler. Und er ist verheiratet. Dann kümmern wir uns mal um seine Frau. Guten Tag. Frau Rauder? Nein. Kriminalpolizei. Können wir bitte Frau Rauder sprechen? Frau Rauder ist meine Schwester. Was wollen Sie? Ja, ist Frau Rauder nicht da? Meine Schwester ist im Garten. Was mit meinem Schwager? Warum fragen Sie danach? Weil er nicht da ist. Er ist jeden Montagmorgen spätestens um 9 Uhr da. Er verbringt sein Wochenende immer am Starnberger See. Wir fragen uns, ob ihm etwas zugestoßen ist. Schon 2 Uhr. Ist er verunglückt? Ihr Schwager ist heute Morgen ermordet worden. Was? Was sagen Sie da? Er wurde auf dem Steg seines Bootshauses am Starnberger See erschossen. Was sagen Sie, um Himmels Willen? Wer? Wer hat ihn erschossen? Das wissen wir noch nicht. Man hat ihn in sein Boot gelegt und hat das Boot dann treiben lassen. Sie sprechen von Rauder. Von meinem Schwager Gerhard Rauder. Wir sprechen von diesem Mann. Ja, das ist er. Moment, was machen wir da? Meine Schwester ist im Garten. Sie hat mich gegen 12 Uhr angerufen. Sie hat gesagt, Gerhard ist nicht nach Hause gekommen. Sie hatte Angst. Ja, bitte kommen Sie herein. Anne! Bitte warten Sie. Ich sag's Ihnen. Das war nicht sein Wagen. Ich kenne seinen Wagen. Wer ist da gekommen? 2 Männer von der Kriminalpolizei. Es ist ihm etwas zugestoßen. Sie wollen mit ihr sprechen? Ja. Ich hole Wasser und eine Tablette. Warten Sie. Bitte warten Sie. Es tut uns sehr leid, Frau Rauder, dass wir Ihnen eine so schreckliche Nachricht überbringen müssen. Auf dem Steg? Ja. Heute Morgen? Ja, heute Morgen. Wann? Wahrscheinlich gegen 9 Uhr. Gegen 9? Sagt der Arzt. Wissen Sie nicht, wer es getan hat? Jemand hat 4 oder 5 Mal auf ihn geschossen. Wir wissen noch nicht, wer. 4 oder 5 Mal?
Aber das muss man doch gehört haben. Oder gesehen. Sie sagen, auf dem Steg, den sieht man doch. Der ist doch weiterhin zu sehen. Jedenfalls gibt es keinen Zeugen. Keinen Zeugen. Großer Gott. Er ist tot. Er ist tot. Bitte gehen Sie. Sie können jetzt nicht mit ihr sprechen. Ich werde Ihre Fragen beantworten. Bitte. Danke. Was für Fragen haben Sie? Seit wann besitzt Herr Rauder dieses Bootshaus? Seit 20 Jahren. Er verbringt das Wochenende dort. Jedes Wochenende. Mit seiner Frau? Manchmal mit seiner Frau. Aber nicht immer mit seiner Frau. Nein. Auch dieses Wochenende hat er nicht mit seiner Frau dort verbracht? Nein. Nach unseren Feststellungen war er nämlich nicht alleine. Allein ist er nie. Ich glaube nicht, dass er auch nur einmal in seinem Leben in diesem Haus allein gewesen ist. Es war eine Frau bei ihm. Wenn jemand das Wochenende mit ihm in diesem Haus verbringt, dann ist es immer eine Frau. Es kommt uns darauf an, festzustellen, wer in der vergangenen Nacht dort geschlafen, im See gebadet, gefrühstückt hat. Sie wissen es nicht? Nein. Aber wir haben einen Bademantel gefunden. Schwarz? Quergestreift? Lila? Ja. Und einen Bikini, der noch nicht trocken war. Lila? Ja, war Lila. Wissen Sie, wem diese Kleidungsstücke gehören? Wann, sagten Sie, hat man ihn erschossen? Um 9? Ja, so ungefähr. Dann hat sie nichts damit zu tun. Spätestens um 7 muss sie losfahren, damit sie rechtzeitig nach Hause kommt. Um wen handelt es sich denn? Es ist... Ich nehme an, dass sie es ist. Seit einem Jahr verbringt sie das Wochenende draußen. Eine Frau Kerut, die Frau eines Zahnarztes. Sie wohnen nicht weit von hier. Sie kennen diese Frau? Ja, ich kenne sie. Und auch Ihre Schwester kennt diese Frau? Ja, sie auch. Um welche Beziehung zwischen Ihrem Schwager und dieser Frau Kerut handelt es sich? Haben Sie ein Verhältnis? Mein Schwager kennt nur solche Beziehungen. Ich rufe Sie an. Wem willst du anrufen? Sie war doch da. Sie war doch sicher draußen. Brigitte, das solltest du lieber. Kann ich Frau Kerut sprechen? Hier ist Rauder. Kannst du mir etwas zu trinken bringen? Mein Hals ist wie... Erika? Brigitte ist hier. Ja, guten Tag. Warst du draußen, Erika? Nein, er ist nicht da, er ist nicht gekommen. Aber die Polizei ist hier. Sie sagen, Gerd ist erschossen worden. Heute Morgen um 9 sei er draußen auf dem Bootsteg erschossen worden. Wann bist du heute Morgen weg? Ja, Sie sagen es. Sie sind doch hergekommen, um es mir zu sagen. Sie haben ihn in einem Ruderboot gefunden. Wann bist du weg? Gegen 7 ist sie weg. Sie geht immer um 7, weil sie muss ja die Kinder in die Schule schicken. Frau Kerut? Grabert, Kriminalpolizei. Wir kommen sofort zu Ihnen. Polizei? Ja, guten Tag. Guten Tag, Frau Kerut. Guten Tag. Ist es wahr? Erschossen?
Ja. Heute Morgen auf dem Bootssteg? Bitte kommen Sie herein. Ich habe gleich noch mal zurückgerufen. Die Frau Raude hat mir erzählt, was Sie festgestellt haben. 4, 5 Schüsse, die man auf ihn abgegeben hat? Wer kann es getan haben? Die ganze Zeit frage ich mich, wer etwas so Entsetzliches tun konnte. Sie wissen nicht, wer es war? Noch nicht. Keinen Anhaltspunkt? Na, wir fangen erst an zu ermitteln. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Möchten Sie etwas trinken? Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte. Zur Sache, Frau Kerwood. Sie waren dieses Wochenende draußen am See? Ja. Der schwarze Bademantel, den wir gefunden. Ja, das ist meine. Der lila Bikini? Meine. Wir haben doch noch gebadet heute Morgen. Ja, offensichtlich gebadet und gefrühstückt, denn es stand Geschirr auf dem Tisch. Ja, Montagmorgens habe ich keine Zeit mehr aufzuräumen, weil ich weg muss. Mhm. Zigarette? Danke, nein. Sie? Danke. Wann sind Sie gegangen? Kurz vor 7. Ich fahre immer kurz vor 7. Sie haben Ihren eigenen Wagen? Ja. Kurz vor 7, also. Hat mich doch noch zum Wagen gebracht. Sie fuhren dann ab und er ging zurück ins Haus. Ja, wie gesagt, montagmorgens bringt er alles in Ordnung. Er bleibt ungefähr 2 Stunden, bis er dann auch losfährt. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen heute Morgen? Nein, nichts. Sie haben auch keinerlei Vermutung, was denn? Nirgendwo ein denkbares Motiv. Nein. Herr Rauda, wie war er, ich meine, heute Morgen? Wie immer. Vergnügt, gut aufgelegt. Das Wetter war fabelhaft. Wir waren auf dem See, haben gefischt. Es war ein besonders schönes, harmonisches Wochenende. Das ist mein Mann. Guten Tag. Die Herren von der Polizei. Ja, ein Patient hat gerade abgesagt. Ich habe einen Moment Zeit. Weiß man schon mehr? Sie wissen, worum es sich handelt? Ja, ja, meine Frau hat mir erzählt. Sie kam gleich rein zu mir, als sie hörte, was da passiert ist. Man hat ihn erschossen. Kannten Sie Herrn Rauda? Aber ja, wir sind lange, lange befreundet. Ich kenne ihn seit Jahren. Ach, bitte behalten Sie doch Platz. Darf ich Sie etwas fragen, Dr. Kerwood? Ja, natürlich. Was für eine Beziehung besteht zwischen Ihrer Frau und Herrn Rauda? Diese Frage hatte ich natürlich erwartet. Ich habe gleich gesagt, Sie werden danach fragen. Rauchen Sie? Ist Ihnen die Frage unangenehm? Aber nein, nein. Sie sind befreundet. Sie sind sehr gut befreundet. Sie verbringen fast jedes Wochenende miteinander. Wenn das Wetter danach ist, waren wir fast immer auf dem See. Befreundet, sagen Sie? Ja, seit einem Jahr. Ist es eine intime Beziehung? Natürlich ist es das. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Sie lieben also Herrn Rauda? Das hören Sie doch. Sie sagt es ja. Seit einem Jahr. Sie kam gleich rein zu mir in die Praxis, was sie sonst nie tut. Sie konnte kaum sprechen. Sie flüsterte nur, Gerhard ist tot. Das war ein schrecklicher Augenblick für sie. Ja, das war's. Hallo. Bleib draußen, Arno. Was ist los? Bitte bring den Jungen raus, Erika. Komm, ich mach dir was zu essen. Hast du Hunger? Ist irgendwas? Entschuldigen Sie mich bitte. Mein Sohn Arno, er kommt aus der Schule. Meine Herren, wollen wir nicht hinausgehen auf die Terrasse? Gerne, ja. Bitte schön. Ich sehe, es wundert Sie etwas, dass ich dieses Verhältnis zwischen meiner Frau und Rauda so toleriert habe. Ist das so? Sagen wir, es ist ungewöhnlich. Ungewöhnlich? So sehe ich das nicht. Es mag sein, dass es ungewöhnlich ist, vom bürgerlichen Standpunkt aus, aber unter Menschen von einiger Bildung und Intelligenz kann man das nicht ungewöhnlich nennen. Sie waren also einverstanden mit dieser Beziehung? Es sind beides großartige Menschen. Meine Frau sowohl wie auch Rauda. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt nach dramatischen Dingen suchen, nach aufgebrachten Gefühlen oder so. Die gibt es nicht. Dass meine Frau die Wochenenden mit unserem Freunde Rauda verbrachte, das war für mich normal.
Was zu trinken, meine Herren? Vielleicht der Cognac? Ich nicht, danke schön. Danke. Bitte nehmen Sie doch das. Danke. Ja. Wann, Herr Dr. Kerrod, ist Ihre Frau heute nach Haus gekommen? Sehen Sie, ich habe meiner Frau gleich gesagt, Sie werden wissen wollen, wann du nach Hause gekommen bist. Der erste Verdacht wird auf dich fallen. Da hat sie mich angestarrt wie ein Kind. Ja, und jetzt fragen Sie tatsächlich danach. Sie kam gegen 7:30. Sie kommt am Montagmorgen immer gegen 7:30. Eine klare Aussage. Ja. Dr. Kero? Ja? Der nächste Patient. Er soll warten, Frau Collins. Oder wiederkommen. Ja, ist besser wiederkommen. Ich kann es nicht. Es handelt sich um Polizei. Ja, ist gut, Doktor. Ach, Fräulein Collins. Ja? Wann kam meine Frau heute früh? Ich meine, wann haben Sie sie gesehen? Das war gegen 7:30. Danke, Fräulein Collins. Und nehmen Sie Verena mit hinaus. Ja. Komm, komm. Tag. Tag. Es ist meine Tochter. Wissen Sie, ich möchte nicht, dass die Kinder... Sie verstehen, ja? Wie meinen Sie das? Und die Kinder wissen nicht, wo ihre Mutter das Wochenende verbringt. Aber die Kinder kennen Rauda. Ja, aber selbstverständlich. Er hat ihnen zum Beispiel Segeln beigebracht. Sie sind immer sehr gerne... Sie waren immer sehr gerne bei ihm am See. Nur wissen Sie nicht, dass auch Ihre Mutter sehr gerne draußen gewesen ist. Zum Wochenende. Ich war fast sicher, dass Sie die gewöhnlichen, die üblichen moralischen Ansichten teilen würden. Aber darüber zu urteilen, ist sicherlich nicht Ihre Aufgabe, meine Herren. Natürlich nicht. Tja, ich glaube, das war's fürs Erste. Bitte schön. Auf Wiedersehen, Dr. Kerrod. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Doktor. Was sagen Sie, Herr Doktor? Ja. Könnte ich vielleicht noch mal Ihre Sprechstundenhilfe sehen? Ja, natürlich. Bitte. Fräulein Collins? Bitte. Sagen Sie, Fräulein Collins, wann haben Sie Frau Kerrod heute Morgen gesehen? Ich sah Frau Kerrod, als ich die Haustür aufschloss. Ja, wohnen Sie denn hier im Haus? Ja, Fräulein Collins hat ein Zimmer hier im Haus, im ersten Stock. Ach so. Also, Sie schlossen die Tür auf und? Sah Frau Kerrod. Sie war gerade mit dem Wagen vorgefahren und stieg aus. Ist Ihnen an Frau Kerrod irgendwas aufgefallen? War sie vielleicht bedrückt? Nicht im geringsten. Sie war gut gelaunt. Sie kommt immer gut gelaunt von Starnberg zurück. Wo ist sie denn jetzt? Sie hat sich hingelegt. Sie hat sich ganz plötzlich nicht wohl gefühlt. Ich habe ihr eine Tablette gegeben. Ja, der Schock kommt jetzt. Jetzt kommt er erst. Darf ich mich um Sie kümmern? Entschuldigung. Einen Moment, Doktor. Ja? Wo waren Sie eigentlich heute Morgen? Ich? Dr. Kerrod frühstückte gerade. Ich frühstückte? Als Ihre Frau kam. Ja, ja, da frühstückte ich. Und dann? Dann kam er zu mir in die Praxis. Danke, das wär's. Wiedersehen. Wiedersehen, meine Herren. Was hältst denn du davon? Ungewöhnliche Verhältnisse. Ob die heute noch ungewöhnlich sind? Sie sind doch von der Polizei. Das sehe ich doch am Funkgerät. Was ist denn los? Lass dir das von deinem Vater sagen. Sag mal, kennst du Herrn Rauder? Ja, ja, natürlich. Ach ja, er hat dir Segeln beigebracht, hat dein Vater gesagt. Ja, als er noch ein Segelboot hatte. Jetzt hat er ein Motorboot. Ist was? Er ist ermordet worden heute früh. Was? Ja, jemand hat auf ihn geschossen. Am Starnberger See auf seinem Bootsteg. Arno, komm sofort herein. Was suchst du denn hier draußen? Los, geh rein. Ich gehe ja schon. Haben Sie ihm was gesagt? Was Sie meinen, habe ich ihm nicht gesagt, aber was Sie ihm verschweigen wollen, das wird er morgen in der Zeitung lesen. Zeitung? Wieso denn? Muss man doch keine Namen nennen. Ich glaube, da kommt noch ein Problem auf Sie zu, Doktor. Wiedersehen. Und das alles halten diese Leute für normal? Dr. Kerrod sagt, Sie seien gebildete, intelligente Leute, die die gewöhnlichen... Wie sagt er?
Die üblichen Ansichten. Richtig, ja. Die üblichen Ansichten über bürgerliche Moralbegriffe nicht teilten. Und teilt er sie wirklich nicht? Auf mich wirkte er ehrlich. Es sah so aus, als glaubte er das, was er sagte. Sie glauben immer alle, wie stark Sie sind. Aber Sie sind es nicht. Hat der Mann ein Alibi? Er hat seine Frau in Empfang genommen heute Morgen und dann ist er in seine Praxis. Und was ist mit Frau Rauder? Sie sagt, sie sei zu Hause gewesen. War sie es? Ihr Alibi haben wir noch nicht überprüft. Robert, Harry, ihr müsst noch mal zum Starnberger See. Irgendjemand muss die Schüsse gehört haben. Und wir, Walter, wir werden uns erlauben, Frau Rauder einen kleinen Besuch abzustatten. Frau Rauder, ich möchte mir gerne eine Vorstellung von Ihrem Mann machen. Soll ich ihn beschreiben? Kann man das, Anne? Kann man diesen Mann beschreiben? Versuch's. Er war, wie man sich einen Mann wünscht. Intelligent, voller Fantasie, voller Gefühl. Zartgefühl. Wenn man sagt, er habe Charme, so trifft das nicht die Sache, nicht genau. Aber er hatte ihn. Unbewusst. Verbessere mich, wenn ich etwas Falsches sage. Sage ich etwas Falsches? Nein. Ist alles richtig, was du sagst. Seine Anwesenheit war wohltuend. Seine bloße Anwesenheit machte eine Frau glücklicher. Ich war es. Alle Frauen, die ihm begegneten, waren es. Sie lieben Ihren Mann? Ja, natürlich. Aber er hat Sie doch betrogen und das haben Sie hingenommen? Ja. Es hat Ihnen nichts ausgemacht? Nein. Er sagte selber, Brigitte, die Leute werden sagen, ich betrüge dich, aber ich betrüge dich nicht. Es ändert nichts an meinem Gefühl für dich, nicht das Geringste. Warum sollte ich nur einen Menschen lieben? Ich habe das verstanden. Ich war einverstanden damit. Es ist eine Sache, die Sie mir glauben müssen. Frau Rauder, wo waren Sie heute Morgen um 9? Haben Sie verstanden, Frau Rauder? Ja, ich habe verstanden. Ich war hier. Ich habe gewartet. Ich habe auf die Uhr geschaut. Gewartet, dass er kam. Aber er kam ja nicht. Kann jemand bestätigen, dass Sie heute Morgen um 9 hier waren? Bestätigen? Gibt es einen Zeugen, Frau Rauder? Einen Zeugen? Hat dich jemand gesehen? Oder hat dich jemand angerufen? Nein. Frau Rauder, besitzen Sie eine Pistole? Eine Pistole? Ich habe keine Pistole. Mein Mann hat eine Pistole. Sie ist oben. Die hat er in seinem Schreibtisch. Sie muss hier sein. Sie ist nicht mehr da? Nein. Frau Rauder, waren Sie heute Morgen am Starnberger See? Nein. Haben Sie einen eigenen Wagen? Ja. Ja, wir sind gerade auf dem Weg. Ob ein roter R6 gesehen worden ist? Ja, ja, in Ordnung, Chef. Ende. Die Rauder hat kein Alibi und fährt einen roten R6. Warum fährst du nicht? Ist da nicht der Junge von Dr. Kerrot dabei?
Was ist? Mach der Säule, komm. Willst du dich mal umsehen da? Wir sollen weg. Ja, du kannst mit reinkommen. Ist schon gut, Herr Blum. Was suchen die denn da? Wir suchen die Schusswaffe. Liegt die denn da drin? Ja, wir nehmen an, dass der Mörder sie ins Wasser geworfen hat. Du kennst das Grundstück, ja? Ja, natürlich. Wir waren in Ferien hier. Ich geh mal rein. Bleib doch hier, Arno. Na, sag doch, ich darf rein. Ja, ja, komm. So, du verschwindet endlich. Bitte. Was willst du mit dem Jungen, Robert? Von ihm erfahren wir vielleicht mehr als von seinen Eltern. Der Junge weiß nicht, dass seine Mutter hier gewesen ist. Es ist nicht unsere Sache, ihm das beizubringen. Das tue ich auch nicht. Wo ist denn das Ruderboot? Das Boot? Warum? Es liegt sonst immer hier. Da fischt doch mit dem Boot. Schwimmen geht er und fischen morgens. Deswegen liegt es da immer. Bist du mal mitgegangen zum Fischen und Schwimmen? Ja, früher. Na, komm mit. Du hast die Ferien hier verbracht. Ja, früher. Wieso früher? Jetzt nicht mehr? Nein. Warum nicht? Wir haben uns nicht mal eingeladen. Wieso? Habt ihr euch gestritten? Gestritten? Oder die Eltern? Ich meine, haben die Eltern sich gestritten? Weil er allein sein wollte hier. Wegen der Frauen. Da war doch verrückter Frauen. Da waren doch andauernd Frauen. Den ist er schwimmen gegangen und fischen und... Frauen? Wir sind mal mit dem Boot vorbeigefahren. Wollten anlegen. Man kam herausgeschlossen, hat gerufen, los, weg. Er wollte nicht, dass wir anlegten, weil jemand da war. Ich hab gesehen, wer da war. Frau Reite war da. Die Frau Reite, aha. Wer ist das? Von seiner Frau, die Schwester. Ach, die kennen wir ja. Die war hier? Wir haben es gesehen, weil wir hingeschwommen sind. Spaß. Getaucht sind wir und dann hochgeklettert. Und da haben wir sie gesehen durch das Fenster. Die Frau Reite. Ja. Ja, das ist seine Schwägerin. Warum soll die nicht hier gewesen sein? Sie war nackt und sie lag im Bett. Nun sind wir weg. Wer wir? Wer war denn noch dabei? Meine Schwester und die anderen alle. Hat man euch gesehen? Nein. Ich sag ihr, wir sind weg. Ins Wasser und weg. Ich geh mal telefonieren. Ja, tut es. Was will er machen? Was du uns gesagt hast, ist sehr wichtig für uns. Mit wem will er denn telefonieren? Was ist? Nichts. Guten Tag, Herr Benz. Herr Benz! Warum laufen Sie denn weg? Kennst du den Mann? Das ist Herr Benz, der ist Klavierlehrer. Ich habe mal Klavierunterricht bei ihm gehabt. Was? Ich denke, der ist Gärtner. Das ist ja nicht Gärtner, Klavierlehrer ist der. Nur jetzt kann er nicht mehr, weil er Gichten in den Fingern hat. Und da hält er eben die Grundstücke in Ordnung. Ja, die Schwester von der Frau Rauder war ebenfalls hier. Übers Wochenende nehme ich an. Danke, Harry. Frau Reite? In welchem Verhältnis standen Sie zu Ihrem Schwager? Warum fragen Sie danach? Haben Sie auch das Wochenende manchmal am See verbracht? Ja. Meine Schwester weiß es. Nichts, was hinter ihrem Rücken geschehen ist. Sie müssen sich von Ihren üblichen Vorstellungen trennen. Wir haben über alles offen gesprochen. Stimmt doch, nicht? Ja, sie hat recht. Sie war einige Male draußen. Aber das liegt lange zurück. Wie lange liegt das zurück? Ein Jahr. Es war im vorigen Sommer. Und meine Schwester hat es jedes Mal gewusst. Oder nicht?
Ich sage ja, ich habe es gewusst. Woher wissen Sie das überhaupt? Es hat doch niemand außer uns gewusst. Sieben Wochen. Es war eine sehr schöne Zeit. Sie hat mein Verhältnis zu meiner Schwester nicht im Mindesten getrübt. Ich mach schon auf. Ach, Sie sind hier? Bitte kommen Sie rein. Ja, wir wollten nur... Ist sie da? Wie geht es ihr? Ich wollte Sie sehen, mit ihr sprechen. Kann man Sie sprechen? Brigitte. Ich wollte dir sagen, wie schrecklich ich das alles finde. Wie entsetzlich traurig ich bin. Ich hoffe, dieses Bild sagt Ihnen genug. Suchen Sie einen Mörder, wo Sie wollen, aber nicht hier. Nicht unter uns. Wo wollen Sie denn hin, Herr Benz? Was wollen Sie denn von mir? Ich habe Ihnen heute Mittag doch schon gesagt, ich weiß nichts. Ich habe nichts gehört. Ihr knallt so oft, da höre ich gar nicht hin. Da hätte man ja viel zu tun, wenn man immer hinhören wollte, wenn es knallt. Sie haben also was gehört? Verstehen Sie nicht Deutsch? Ich habe nichts gehört, gar nichts. Lassen Sie mich gehen. Sie haben doch nichts zu befürchten, Herr Benz. Warum sind Sie so aufgeregt? Weil Sie hinter mir herlaufen. Ich sage Ihnen nichts. Ich kann Ihnen nichts sagen. Ich weiß nichts. Ja, dann sucht den Mann doch auf. Habt ihr die Adresse? Von wem? Vom jungen Kerl. Was macht denn der da? Neugierig, Chef. Ja. Er war mit 4 oder 5 Schülern da und mit seiner Schwester. Robert hat ihn damit reingenommen ins Haus und wahrscheinlich den Bademantel seiner Mutter erkannt. Ach so. Nein, Herr Kerrott ist nicht mehr da. Na, ich schicke Walter hin. Danke, Harry. Der junge Kerrott war draußen im Haus am See. Arno? Ja. Mein Mann mochte ihn. Er hat ihn immer eingeladen in den Ferien zum Segeln. Beide Kinder. Sie haben sich sehr wohl gefühlt da. Was wollte er draußen? Weiß er, dass seine Mutter manchmal das Wochenende draußen verbracht hat? Nein, natürlich nicht. Wir haben verabredet, gemeinsam verabredet, dass die Kinder es nicht erfahren. Weiß er es denn jetzt? Rausgefahren? Was wollten Sie denn dort? Arno hat meinen Bademantel hängen sehen. Deinen Bademantel? Ja, gleich neben der Tür habe ich ihn hingehängt. Und er kennt meinen Bademantel. Hat er nicht gesagt, dass er ihn erkannt hat? Er muss ihn erkannt haben. Er kennt ihn genau. Jetzt weiß er, dass ich dort war. Ja, dann weiß er es eben. Ich denke, das ist eine Sache, Erika, die man erklären kann. Das kannst du ihm nicht erklären. Warum denn nicht? Der Junge ist doch nicht dumm. Wir haben ihn doch schließlich erzogen, alle Dinge richtig zu sehen. Naja, ich meine, in einem richtigen Verhältnis zu sehen. Aber das mit Rauda haben wir ihm nicht gesagt. Was glaubt er denn, wo Sie waren? Sonntags. Wir haben ihm gesagt, dass ich zu meinen Eltern fahre. Wir haben alles Mögliche gesagt. Ach, der Junge hat ja nie gefragt. Er lebt sehr selbstständig, müssen Sie wissen. Beide Kinder. Wir fragen Sie ja auch nicht, wie Sie Ihre Zeit verbringen. Ich meine, niemand in dieser Familie sollte sich irgendwie kontrolliert vorkommen. Erika, werden Sie ihm sagen sollen? Ja, gleich sagen, ganz offen. Ich meine, das hätte man doch vernünftig, begreifbar erklären können, oder? Das weiß ich nicht. Warum denn nicht? Er hat dich einmal mit Monika gesehen. Monika? Als du morgens aus ihrem Zimmer kamst. Da hat er mich gesehen? Ja, und der Junge kam zu mir und fragte, was macht denn Vater im Zimmer von Fräulein Collins? Moment.
Das ist doch Ihre Sprechstundenhilfe. Ja, er hat ein Verhältnis mit ihr. Wieso hat er mich denn gesehen? Das weiß ich nicht. Er sagte nur, wo schläft Vater denn eigentlich? Das hast du mir nie gesagt. Unter einem Dach mit deinen Kindern. Fast Tür an Tür mit ihnen. Aber Erika, wir haben doch darüber gesprochen. Ganz offen gesprochen. Ich hab dir gesagt, was mich mit Monika verbindet. Und du hast gesagt, du hast nichts dagegen. Natürlich hatte ich was dagegen. Ich habe immer etwas dagegen gehabt. So schön war der Gedanke nicht zu wissen, dass mein Mann eine Tür weiter die Nacht mit einer anderen Frau verbringt. Na und? Hattest du denn die Sache mit Rauda damals nicht schon begonnen? Was sollte ich denn dazu sagen? Ach, das war dir doch gleichgültig. Gleichgültig? Mir? Nicht? Nein. Es war mir nicht gleichgültig. Es ist mir niemals gleichgültig gewesen. Bis heute nicht. Und der Gedanke, dass man den Mann in einem Ruderboot gefunden hat, in dem er langsam über den See trieb, der Gedanke tut mir wohl. Gott. Das werden die Kinder sein. Gehen. Gerhard. Oder kannst du deinen Kindern nicht mehr ins Gesicht sehen? Warum kommt ihr jetzt erst nach Hause? Kommen wir zu spät? Nein, nein. Wo seid ihr denn gewesen? Rumgefahren. Ist noch jemand da von der Polizei? Ja. Was soll denn hier? Der geht sicher gleich. Wollt ihr was essen? Da schaust du mich so an! Was haben Sie gesagt? Haben Sie gesagt, wo Sie waren? Nein. Was machen Sie denn jetzt? Rauf sind Sie, rauf. Hat er denn nichts gefragt, der Junge? Nein. Ich weiß doch nichts. Sie sind Klavierlehrer, Herr Benz. Ja? Geben Sie noch Stunden? Nein. Nein, ich gebe keine mehr. Ich habe keine Schüler mehr, es kommen keine mehr. Sie kommen nicht mehr, seitdem der Rauder erzählt, ich hätte Gicht. Herr Rauder? Ja. Ich habe dem kleinen Kerut hier Unterricht gegeben. Eines Tages kam Rauder mit rauf und sagte, spielen Sie doch mal was, Benz. Ich sagte, warum soll ich was spielen, Herr Rauder? Er sagte, es hört sich nicht mehr gut an, was Sie spielen. Zeigen Sie doch mal Ihre Finger. Da musste ich ihm meine Finger vorzeigen. Er sagte, Sie haben ja Gicht, das sind ja Gichtknoten. Mit den Fingern können Sie ja nicht mehr spielen. Überall erzählte der Mann, mit dem Benz ist es aus, das ist ein Klavierlehrer, der nicht mehr Klavier spielen kann. Der hat mich auf dem Gewissen, der Mann. Seitdem kommen keine Schüler mehr. Seitdem muss ich Laub sammeln. Laub und Äste und Steine. Das habe ich ihm auch gesagt, wenn er kam, samstags. Sie! Sie haben mich auf dem Gewissen! Wissen Sie, dass Sie mich auf dem Gewissen haben? Jetzt nehmen Sie sich zusammen, Benz. Das kann der nicht dafür, dass Sie Gicht haben. Sie sind schuld, dass ich keine Schüler mehr habe. Warum kommen die denn nicht mehr? Weil Sie gesagt haben, der Mann kann nicht mehr Klavier spielen. Menschenskind, Benz, was habt ihr nicht damit zu tun? Jawohl, das haben Sie gesagt. Der Mann kann nicht mehr Klavier spielen. Das können Sie doch auch nicht. Sie haben mich auf dem Gewissen. Sie, Sie. Glauben Sie, das hat ihm was ausgemacht? Das war dem völlig egal. Dem war alles egal. Ich hab doch gesehen, mit wem er da kam. Das hat ihn nicht im Geringsten geniert. Ich hab's dann auch dem Jungen gesagt. Weißt du, was deine Mutter macht? Was haben Sie gesagt? Sie haben dem Jungen gesagt, dass... Ja. Ja, ja. Weil er gerade vorbeikam. Zufällig. Arno! Was machst du denn hier? Willst du deine Mutter besuchen? Ist die hier? Ach, da klingelt der Wagen. Marina, Mutter ist hier. Da gehen wir mal rein. Da musst du heute Nacht klingeln, da hast du mehr davon. Aber da lassen die dich nicht rein.
meinen Sie damit? Sie haben es ihm also gesagt, dass seine Mutter ein Verhältnis mit Rauder hat? Ich habe Ihnen doch gesagt, was ich gesagt habe. Ja. Ist er denn wiedergekommen? Das weiß ich doch nicht. Ja, ist gut, Harry. Danke. Ich würde gerne noch mal Ihren Sohn sprechen. Arno? Bitte. Warum gehst du nicht ins Bett, Verena? Geh in dein Zimmer. Ich habe nur eine Frage an dich. Der Herr Benz hat dir gesagt, dass deine Mutter bei Rauder sei. Und du solltest da mal nachts kommen und nachsehen. Erinnerst du dich? Ja. Und? Bist du nachts wiedergekommen? Ja. Ich bin hingeschwommen. Nachts. Ja, was hast du denn ge... Wann war denn das? Was hast du denn gesehen? Arno! Arno? Du hast doch nicht die Nerven verloren. Na, das glaube ich nicht. Warum denn auch, Arno? Ich meine... Ich weiß zwar nicht, was du da gesehen hast, aber wenn du mich gefragt hättest, wenn du zu mir gekommen wärst, dann, mein Gott, da hätten wir darüber alles reden können. Arno, warum siehst du mich nicht an? Ja. Ja, ich bin gerade hereingekommen. Der Junge, meinst du? Herr Rauder hat eine Pistole bei sich zu Hause im Schreibtisch. Der Junge verkehrt da und warum soll er nicht wissen, dass Rauder eine Pistole im Schreibtisch hat? Er könnte sie an sich genommen haben. Frag doch mal, ob der Junge heute Morgen in der Schule war. Ja, ich bleibe noch hier. Wie sieht's denn aus, Chef? Du siehst doch, wie es aussieht. Da glauben die Leute, wer weiß, wie modern sie sind, wenn sie ein paar Lebensregeln missachten. Nur weil sie altmodisch ihnen erscheinen oder überholt. Die machen sich alle was vor. Sie selber halten das nicht aus und schon gar nicht die Kinder. Warst du heute Morgen in der Schule, Arno? Warum fragen Sie denn das? Natürlich war er in der Schule. Du warst doch in der Schule, Arno, nicht wahr? Nein. Wieso nein? Du bist doch heute Morgen aus dem Haus mit Verena und in die Schule gefahren. Die ersten beiden Stunden sind ausgefallen. Ausgefallen? Wieso denn ausgefallen? Weiß nicht. Arno, was hast du gemacht? Wir sind
Rumgefahren. Wie? Wer ist denn das? Ein paar von uns. Wir sind immer zusammen. Wir waren in einer alten Ziegelei. Woher hattest du denn eine Pistole? Aus dem Schreibtisch von Herrn Rauda. Ja. Die habe ich rausgenommen. Ja. Warum denn, Arno? Ihr seid dann an den See gefahren. Ja. Du wusstest, es war Montag. Du wusstest, dass deine Mutter bei Rauda gewesen war. Ja. Du hast gesehen, dass der Wagen deiner Mutter nicht mehr da war. Was willst denn du hier? Ist sie schon weg? Der Wagen steht doch nicht mehr da. Guten Tag, Herr Rauder. Tag. Was macht ihr denn hier? Wo kommt ihr her? Wir haben heute keine Schule. Ach, ihr habt keine Schule. Kommt doch mit. Ich wollte gerade raus zum Fischen. Kommt, ich nehme euch mit. Wenn ihr Zeit habt, keine Schule habt, komm, gibst du mir mal die Ruder. Du hast deine Pistole in der Tasche. Was machst denn du mit deiner Pistole? Warum bringst du denn den mit hierher? Kriege ich jetzt eine Antwort? Was wolltest du mit der Pistole? Ich das jetzt! Ich das jetzt! Lassen Sie ihn los!